Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir heute am Dienstag. Ja, ich möchte was mit dir teilen. Ich hatte gestern Abend so ein ganz tolles Live-Call mit meiner Gruppe, mit den wunderbaren Frauen und einen Mann haben wir im Moment dabei, die in meiner Akademie da dabei sind, ihren Seelenplan zu verfeinern und ja, so auf den Weg sich begeben haben, so wirklich in ihre wahre Kraft und Stärke zu kommen und ihr volles Potenzial zu entfalten und ans Tageslicht zu bringen. Und irgendwie kam so der Aspekt auf, werde der Clown in deinem Leben. Und das möchte ich gerne mal mit dir teilen hier. Es ist auch irgendwie vielleicht jetzt so durch die Faschingszeit aufgekommen. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie war so das Thema da, werde der Clown in deinem Leben. Und das hat uns einfach so inspiriert. Das hat mir auch so gut gefallen, so diese Metapher, der Clown in seinem Leben zu werden. Denn schau mal, was macht denn der Clown? Der Clown ist einzigartig. Der Clown hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Der Clown ist voller Lebensfreude. Der Clown steckt andere mit Freude an, der macht Spaß, der ist gut drauf. Und das sind doch letzten Endes die Dinge, die uns als Erwachsene fehlen. Und deshalb so diese Metapher, werde mal wieder zum Clown oder werde überhaupt, erlaube dir, der Clown in deinem Leben zu sein. Und das heißt ja jetzt nicht, dass du dich anmalen musst mit einer Clown-Perücke und mit einem Clowns-Gesicht, aber dass du dir erlaubst, mal so dir vorzustellen, wie wäre es, ein Clown zu sein? Wie wäre es mal, der Freude einen größeren Platz wieder im Leben einzuräumen? Wie wäre es auch, andere Menschen mal mit Lebensfreude anzustecken, andere Menschen auch mal mit einem Lächeln anzustecken oder mal bewusster anzuschauen und sich auch mal zu trauen, mal mehr Komplimente wieder zu machen und mal achtsamer wieder anderen Menschen einfach zu begegnen? In dem Wissen, dass wir alle auf einer gewissen Ebene auch miteinander verbunden sind und nicht so anonym auch durch ein Geschäft zum Beispiel zu laufen oder durch die Straße zu laufen, sondern mal bewusst zu schauen, andere Menschen, die einem begegnen, mal bewusst Blickkontakt zu haben, mal bewusster in die Augen zu schauen, mal ein Lächeln zu schenken. Vielleicht auch mal mit ein paar Impulsen der Freude anzustecken, Komplimente zu machen und so einfach der Freude im Leben mit Leichtigkeit einen anderen Platz nochmal einzuräumen. Also im übertragenen Sinne wirklich so der Clown in seinem eigenen Leben zu sein, metaphorisch gesprochen. Und glaubst du, wenn du mit dieser Metapher dir erlaubst, also wenn du dir erlaubst, mal der Clown in deinem Leben zu sein und in der Richtung auch ein bisschen was außen nach außen wieder zu strahlen, es kommt zu dir zurück, es kommt Freude und Leichtigkeit auch zu dir zurück. Und in dieser Freude und Leichtigkeit, in dieser Schwingung, in dieser Energie, mag es dir dann auch leichter gelingen und leichter möglich sein, hier wieder den Weg zu deinem Herzen zu finden, dein Potenzial zu entdecken und deinen Seelenplan zu entdecken, dich wieder daran zu erinnern, was war denn das, warum du hier in dieser Familie, in diesem Körper inkarniert hast? Was hat denn deine Seele sich mal vorgenommen? Und auch im Hinblick auf diese Metapher Clown, schau dir mal Kinder an im Umfeld. Oder vielleicht erinnerst du dich ja auch an dich als Kind. Wir sind morgens, konnten es kaum erwarten, aus dem Bett zu hüpfen mit großen, freudestrahlenden Augen. Was bringt der Tag mir heute? Was kann ich heute alles entdecken? Wir konnten die Welt entdecken. Und das sind einfach im Laufe der Zeit, weil so viele Dinge von außen auf uns eingeströmt sind,
aus diesen leuchtenden Kinderaugen letzten Endes traurige Augen geworden. Und wenn du dir diese kindliche Neugierde wieder dir erlaubst, diese spielerisch, clownsmäßig in dein Leben zu lassen und dich in diese Energie hineinbegibst, glaubst du, dass da das ein oder andere wieder einfacher wird, auch in deinem Leben? Ich denke schon. Und deshalb diese Metapher, die ich dir heute so als Inspiration mit auf den Weg geben möchte, die so auf wundersame Art und Weise gestern Abend in unserer Gruppe entstanden ist: Werde wieder der Clown in deinem Leben oder werde zum Clown in deinem Leben. Erlaube dir wieder Freude und Spaß zu haben und andere Menschen auch damit anzustecken. Auch wenn es dich vielleicht zunächst mal so Überwindung kostet, mal jemand anderem ein Kompliment zu machen oder einfach mal Freude und Spaß zu haben, so ein bisschen den Schalk im Nacken wieder zu haben, wie wir es so schön sagen. Wenn du das schon lange nicht mehr gemacht hast, dann kostet es vielleicht zunächst mal Überwindung, das mal wieder zuzulassen. Aber du wirst merken, wie es gut tut, wie du da anschließend auch auf die Schulter klopfst. Wow, ich fühle mich ja richtig wohl dabei oder ich habe ja auch da Komplimente geerntet und so. Also probier es einfach mal aus. Werde, metaphorisch gesprochen, zum Clown in deinem Leben und es wird dir den Weg zu deinem Herzenplan, zu deinem Seelenplan leichter machen. Es darf von Leichtigkeit getragen sein. Und der Druck, der einfach da ist, der darf auch so ein bisschen sich minimieren damit. Okay? Ich schicke dir eine ganz herzliche Umarmung. Hab noch einen wunderbaren Abend und bis ganz bald. Tschüss!